Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr seht ein bisschen anderer Hintergrund. Ich habe die Kamera mal ein Stück rübergerückt. Wir sitzen immer noch vor meinem Schminktisch bzw. meiner Schminkkommode. Allerdings weg von dem Spiegel, denn mir ist auch aufgefallen, in den letzten Videos ist der Fokus immer so am Searchen, also dieser Autofokus, der springt so hart hin und her, das war super, super, super nervig. Allein für mich zum Schneiden und für euch natürlich auch zum Gucken. Und gerade bei mir oder auch bei anderen Beauty-YouTubern ist es ja eigentlich so, dass ihr alles sehen können solltet. Ich bin schon seit Monaten, seit meiner Corona-Erkrankung im April, habe ich ein Bild, was ich irgendwie versuche fertig zu malen. Aber das ist nicht fertig, weil ich einfach nicht weitermache. Das sollte hier, genau hier in den Hintergrund kommen und das sollte eigentlich dann schön aussehen. Natürlich habe ich es noch nicht fertig, deswegen ist hier noch weiße Wand und ihr seht nur ein paar Kajalstifte im Hintergrund. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, aber ihr seht ja jetzt mich. Ich hoffe, das stört euch auch nicht, wenn nicht, klickt weg. Aber ja, das so vorab. Ihr konntet wahrscheinlich im Titel schon sehen, worum es heute geht. Es geht nochmal um die Maxim Collection. Und zwar special-wise um die Lidschattenpalette. Natürlich kommen auch nochmal ein Pinsel drin vor. Ich habe übrigens den Puderpinsel, den benutze ich mittlerweile täglich für mein Gesicht zum Abpudern. Und ja, ansonsten lasst uns mit dem Video anfangen, es wird sonst viel, viel, viel zu lang. Ich habe heute übrigens vor, mit euch 3 Looks in einem Video zu schminken. Das heißt, 3 Looks mit der Palette von Maxim. Ich habe heute den ersten Look schon im Kopf und ich bin mega, mega gespannt. Ihr könnt es wahrscheinlich am T-Shirt oder in meinem Oberteil schon sehen. Es wird ein grüner Look, aber ein anderer als den ich auf Instagram geschminkt habe. Er wird ein bisschen, ich würde sagen, softer, anspruchsvoller, aber irgendwie auch effektvoller noch. Und wir fangen jetzt aber an mit der Face Palette. Und da nutze ich den Cheek Brush von Maxim und die Farbe Amore, weil ich finde, dass die Farbe sehr schön zu dem Grün passt. Und wenn ihr wüsstet, was ich für eine Hose anhabe, oh, so richtig YouTuber-Goals. Oben hui, unten pfui. Und jetzt benutze ich noch Tan Lines als Bronzer Topper. Das habe ich natürlich auch nicht so ganz erkannt. Es tut mir sehr, sehr leid. Es ist aber eine Art Bronzer Topper oder dunklerer Highlighter. Und nicht wie ein normaler Bronzer. Aber ja. Um eine gute Base zu schaffen, gehe ich schon mal in die Farbe Signature und mische die mit der Farbe Rumors. Und dann habe ich so eine neutrale Basis für den Look und gebe mir das einfach überall aufs ganze Lid auf. Als nächstes nehme ich so einen Pencil Brush. Das ist übrigens die Nummer 5 von dem Alicia Marie Pinsel Set und gehe in die Farbe Forest, also Profi, in diese hier, in das schöne Grün. Und setze mir das, oh Gott. Ich nehme doch eher die Nummer 8, das ist nochmal dünner und gehe mit dem nochmal rein und setze mir das hier. Nachdem ich mir das Grün jetzt hier so aufgebaut habe, trust the process, wirklich, gehe ich mit so einem flachen Packing Brush, glaube ich ist das, einfach so einen Lidschattenpinsel zum draufpacken. Den sprühe ich mir ein bisschen an, dazu nutze ich das Caviar Gauche X Catrice Fixing Spray. Habe mir den jetzt so ein bisschen angesprüht und gehe in die Farbe Creamer. Das ist dieser hier direkt neben Forest. So, und jetzt zum Ende hin mache ich mir noch so einen Eyeliner. Und dann nutze ich jetzt erstmal so einen abgeschrägten kleinen Pinsel. So einen. Und gehe auch wieder in die Farbe Forest. Und mache mir einen grünen Eyeliner. Und blende mir das auch so ein bisschen auf das Lid. Und jetzt gehe ich nochmal mit der Nummer 8 von Alicia rein und blende mir den so aus. Und gebe mir Creamer
nochmal so bis hier zum Ende hin. Verstärke jetzt nochmal an meinem Wimpernkranz die Farbe Forest. So ihr Lieben, dann nehme ich jetzt die Farbe Sunrise und gebe mir die noch in meinen Augenwinkel und mische mir die Farbe Tan Lines und Sunrise nochmal zusammen und gebe mir die auf meinen höchsten Point on the Cheekbone, um es mal richtig zu verdenglischen, und gebe mir das auf meinen höchsten Punkt bei den Wangenknochen und aufs Lippenherz. Und jetzt mache ich noch schnell meine Lashes und meine Lippen und dann sind wir zum Final Look wieder dabei. So ihr Lieben, das ist soweit erstmal der fertige Look. Natürlich fehlt jetzt noch was. Und zwar habe ich ja den Lip Glaze etwas kritisiert. Nicht, dass er schlecht ist oder so. Ich finde ihn wirklich gut, aber ich habe ihn halt mit einem Lip Gloss verglichen und laut Maxims Video und auch laut den Videos mit Danny ist der Lip Glaze ein Glaze und kein Gloss. Und das heißt, es ergibt natürlich auch Sinn, dass der Applikator, den ich ein bisschen bemängelt hatte, ein bisschen zu klein ist für einen Lip Gloss. Aber dieser Lip Glaze soll auch einfach nur für die Mitte der Lippen sein, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und einfach nochmal so ein bisschen Lebendigkeit den Lippen zurückgeben. Und ich finde, in der Kombi, wie ich die Lippen jetzt trage, ist der einfach nur mega, mega, mega schön. Ich finde ja die Farbe auch von vornherein toll. Aber jetzt, so wie er ihn natürlich anwendet, ergibt es natürlich Sinn. Ja, das ist jetzt erstmal der erste Look. Was haltet ihr davon? Auf den Lippen trage ich übrigens die Farbe Pillow Talk von Charlotte Tilbury und den Subculture Lip Liner von MAC. Die nächsten zwei Looks kommen jetzt auf jeden Fall noch nach. Der nächste wird ein bisschen softer und der letzte, der wird nochmal so richtig reinhauen. Also ich bin sehr gespannt, welcher Look euch am besten gefällt. Ich finde den schon mal sehr sehenswert. So ihr Lieben, kommen wir zu Look Nummer 2 und zwar seht ihr, ich bin ein bisschen beige, schwarz gekleidet, die Haare habe ich mir mal aus dem Gesicht gemacht. Meine Foundation und so weiter ist schon drauf. Ich habe für mein Face Make-up übrigens wieder die Baked Face Palette von Maxim benutzt. Ich habe den Bronzer, einen Bronzer von Hourglass benutzt und den Topper dann drüber, die zwei Blushes gemischt und den Highlighter verwendet. Den habe ich mir auch so ein bisschen schon in den Innenwinkel und auf die Nase gegeben. Genau, Augenbrauen sind schon drauf und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Augen-Make-up. Und natürlich, wie sollte es auch anders sein in diesem Video, nutzen wir wieder die Palette von Maxim und... Oh, die ist so schön. Ihr habt sicherlich schon meinen grünen Look auf Instagram gesehen. Ihr habt den letzten Look jetzt gesehen mit grün. Und ich habe im Vorstellungsvideo ja auch, was ihr sicherlich auch gesehen habt, falls nicht, ist in der Infobox nochmal verlinkt. Genauso wie mein Instagram-Account. Also schaut da super gerne vorbei. Dort habe ich, wie gesagt, schon Reel gefilmt und noch einen Look eben, wie gesagt, online gestellt, falls euch das interessiert. Im letzten Video hatte ich einen eher rötlichen Look und jetzt kommen wir nochmal zu einem sehr schlichten Smoky Eye. Ihr seht, wir haben hier sehr, sehr schöne Brauntöne, wir haben so leichte Rosé-Töne, wir haben noch so einen schönen Champagnerton, ein bisschen rosa und so weiter und so fort. Und ich denke mal, da lässt sich was Schönes zaubern. Ich würde mich heute meinem Blazer so ein bisschen anpassen und deswegen eher in diese braune Richtung gehen, weil das auch Töne sind, die ich sehr, sehr gerne täglich trage. Übrigens habe ich nur gerade meine Augenpartie abgeschminkt, weil es ist abends um 18.53 Uhr und ich war schon mal geschminkt. Ich drehe dieses Video in drei verschiedenen Tagen, deswegen komme ich leider manchmal nicht so ganz dazu. Nochmal ein komplettes Make-up zu machen, aber ich denke, das sieht dennoch ganz okay aus. Jetzt, wo ihr da dran seid, könnt ihr wahrscheinlich die Töne auch besser sehen. Ich benutze als allererstes die Farbe Rumors und
mische mir die mit Signature, weil das eine ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen neutraler, der Rumors Tone, und Signature ist ein kleines bisschen kühler. Und ich finde, dass mein Blazer so ein bisschen in die kühle Beige-Richtung geht, deswegen mische ich mir das und das verblende ich schon mal auf mein gesamtes Augenlid. Falls ihr im Hintergrund Geräusche hören solltet, das könnte mein Freund sein oder die Nachbarn. Deswegen, ich hoffe, das stört euch nicht. Aber so weit, so gut. Die Töne Rumors und Signature habe ich jetzt schon mal ein bisschen verblendet und ich finde, das sieht schon sehr schön aus. Was ich als nächstes mache, ist, ich gehe in einen nochmal ein bisschen kleineren Blendepinsel und nehme die Farbe Community. Das ist dieser hier, dieser etwas mittlere, dunklere Braunton. Und den setze ich mir so aufs bewegliche Lid und etwas näher an den Wimpernkranz. Dann gehe ich nochmal mit dem größeren Blendepinsel von jetzt eben rein und nehme hier nochmal die Farbe Signature und verblende mir das Ganze nochmal ein bisschen, um die Kanten auszusoften. Und ich bleibe auch wirklich in der Lidfalte und auf dem beweglichen Lid. Gerade die dunklere Farbe, die gebe ich mir nur auf mein bewegliches Lid auf. Und jetzt nehme ich mir so einen richtigen Packing Brush und gehe in die Farbe. In die Farbe 5 AM. Und witzige Geschichte, wenn ich in die Schule gehe, schminke ich mich früh auch um 5, weil ich mich einfach so gerne schminke. Naja, wenn ihr wollt, nehme ich euch da mal auf TikTok mit. Wie gesagt, das ist so eine Art semi-matter, schon fast Schimmerton, aber ganz leicht. Das hat auch Maxim erzählt. Und den gebe ich mir wirklich nur an... Hier, ich hole hier mal ein Stück mehr. Ich glaube, dann könnte es noch besser sein. Ich gebe mir das wirklich nur aufs bewegliche Lid. Und auch noch ein Stückchen unterhalb der Lidfalte. Verblende das auch wirklich nur punktuell. Dann gehe ich mit so einem ganz dünnen Detail Blender nochmal in die Farbe Community. Nehme mir die auf und gebe mir die an den unteren Wimpernkranz. Und verbinde das auch mit oben. Ist ganz leicht. Natürlich auf der anderen Seite. Und dann nehme ich wieder den etwas größeren Blendepinsel, gehe nochmal in die Farbe Signature, das ist immer noch dieses etwas kühlere Transition Braun, und gehe nochmal hier unten etwas lang und softe mir die Kante nochmal etwas aus. Dann gehe ich nochmal in die Farbe Luna, das ist dieser ganz helle Ton, und gebe mir das nochmal so leicht unter die Augenbraue. So ein heller, matter Ton. Und dann würde ich sagen, tusche ich ganz schnell meine Wimpern und trage noch ein bisschen braunen Kajal auf die obere Wasserlinie auf und dann sehen wir uns zu den Lippen wieder. Was ich jetzt gemacht habe, ist, wie gesagt, meine Wimpern getuscht und ich habe noch mal einen braunen Kajal benutzt. Das war der Eye Designer von Asam und als Mascara habe ich die schwarze Sky High von Maybelline benutzt. Wenn ihr gute Alternativen zu der kennt, dann schreibt mir das gerne mal, weil Maybelline ist nicht cruelty free. Und ich würde das ganz gerne ändern, aber sie ist halt eine der besten Mascaren, die ich kenne. Deswegen schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr gute Alternativen kennt. Welche ich gerade austeste, ist die hier von Catrice. Ja, aber ich muss mich mit der Thematik nochmal wesentlich besser beschäftigen. Deswegen schreibt mir gerne mal eure Mascara-Favoriten in die Kommentare, falls ihr welche haben solltet. Und was ich bis jetzt auch noch gemacht habe, ist mir einen Lipliner aufgegeben. Das ist der von MAC in der Farbe Strip Down. Und jetzt nutze ich von By Anna Beauty die Farbe 02 Naked in den Lipsticks und tupfe mir das so über die gesamte Lippe. Dann nehme ich das Lip Glaze von Catrice Maxime und tupfe mir das nochmal ganz leicht in die Mitte der Lippen. So, und das ist auch schon der zweite Look mit der Palette von Maxime. Wir sehen uns gleich noch zu einem richtig, richtig geilen Red Make-up Look. So sexy. Freut euch.
Aber das ist mein Daytime Smoky Eye mit nochmal anderen Farben, die ich bis jetzt noch gar nicht ausprobiert habe. Ich finde es sehr gelungen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher Look euch am besten gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Look wieder. Hi ihr Lieben und willkommen zurück. Ich bin jetzt mit dem dritten Look am Start. Wundert euch nicht, meine Haare sind nass geworden bei dem furchtbaren Wetter. Deswegen habe ich hier so eine wundervolle Beule. Die machen wir dann noch später. Aber ich bin, wie ihr sehen könnt, ziemlich farbenfroh angezogen. Etwas rot, ein bisschen verrucht. Und genau so soll nämlich auch der Look werden. Denn wir hatten ja jetzt schon einen etwas softeren Red Burgunder Look. Wir hatten einen grünen Look, wir hatten einen braunen. Wir haben noch einen grünen auf Instagram. Und jetzt bin ich definitiv mal für die richtig geilen roten Töne hier drin. Und ich hoffe, dass ich einen sehr, sehr nicen Look zurecht schminken kann. Ich habe noch keinen richtigen Plan, also lasst uns anfangen, sonst wird das Video viel, viel, viel zu lange. Ich starte natürlich mit der Farbe Truth. Das ist so ein bisschen so ein Rot. Das ist so ein bisschen so ein brauner, ziemlich orangelicher Transition-Ton. Und den gebe ich mir auf mein komplettes Lid und in meine komplette Lidfalte und blende das so ein bisschen aus, weil das soll meine Transition Color werden. Bitte achtet nicht so unbedingt auf das Face Make-up. Ich habe mich gerade abgeschminkt und habe mich ganz schnell hier in dem Bereich neu geschminkt, weil mir geht es heute nicht so besonders. Ich habe total Kopfschmerzen und es ist auch schon ziemlich spät. Deswegen hatte ich keine Lust oder keine Kraft mehr, noch so einen übelst krassen Haut-Make-up-Look zu machen. Und ich war halt einfach noch geschminkt und deswegen habe ich das jetzt nochmal genutzt. Ich gehe, wie gesagt, mit der Farbe Truth überall hin, sowohl aufs Lid als auch in die Lidfalte und auch so ein bisschen darüber. Und blende mir das sehr, sehr gut aus. Jetzt nehme ich so einen flachen Blendepinsel und gehe schon mal in die Farbe Sis. Das ist dieser schöne Rotton. Und den blende ich mir schon mal auf mein gesamtes Augenlid. Und blende das auch so ein bisschen nach oben hin aus, aber nicht so hoch wie die Farbe Truth. Einfach, dass nachher dann der Übergang besser wird. Und jetzt nehme ich mir nochmal die Farbe Sis, das Rot, und gehe mit so einem Packing Brush so richtig, richtig dran und presse mir das richtig, richtig gut auf mein Augenlid. Und auch nur auf das bewegliche Lid. Und tupfe mir das auch nur auf, um das so pigmentiert wie möglich zu machen. Jetzt nehme ich so einen ganz feinen Blendepinsel und gehe in die Farbe Spill It. Das ist so ein ganz dunkles Burgunder. So ein bisschen lila. Und damit gehe ich so richtig an meinen Wimpernkranz. Ich nehme jetzt den Tattoo Liner in Schwarz von Maybelline. Das ist dieser Tattoo Liner Smoky Gedöns. Und den gebe ich mir jetzt an meinen unteren Wimpernkranz komplett auf. Und gebe mir das auch an die untere Wasserlinie. Ich weiß, das sieht gerade sehr, sehr komisch aus, aber vertraut mir. Ich habe jetzt oben noch so ein bisschen schwarzen Eyeliner in meiner Wasserlinie und an den Wimpernkranz gegeben. Unten, das habe ich mit der Farbe Sis und Left on Red so ein bisschen ausgeblendet. Und jetzt klebe ich mir noch Wimpern auf und dann sehen wir uns gleich wieder für die Lippen. Ihr Lieben, das ist mein fertiger Look. Mal was richtig anderes out of my comfort zone. Ich habe von Alicia Marie Wimpern benutzt, die in der Mitte so ein bisschen dicker sind für so Hello Eyes. Ich weiß nicht mal, welche Nummer das war. Ich weiß auch gar nicht, ob es die noch gibt, aber ja. Ich habe von Rare Beauty die Farbe Inspire benutzt als Lipstick, weil ich den sehr schön fand. Und dann habe ich mir noch die Farbe Capricorn, ist übrigens mein Sternzeichen, von den Nabla Glitzern reingegeben. Das ist dieses Goldglitzer. Und das habe ich mir in den Innenwinkel gepackt. Ich hole euch nochmal ein Stück näher. Das ist mein Augen-Make-up.
Ihr Lieben, das war's. Das sind meine drei Looks in einem Video mit der Maxime Giacomo Palette. Ich kann euch einfach sagen, ich werde sehr, 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 sehr viel mehr Nutzen noch aus dieser ziehen können, weil ich die echt mega gut finde. Es kommt definitiv auch noch ein rosy-toned, soft Look auf Instagram online. Also folgt mir da super gerne, falls ihr den nicht verpassen wollt. Genauso wie einige andere coole Make-up-Inspos und so weiter und so fort. Oder auch mal zum Thema Haare. Ich habe, wie gesagt, jetzt gerade nicht mehr so viel in meinen Haaren gemacht, weil eh sinnlos. Aber ich mag den Look. Ich finde ihn sehr, sehr cool, sehr, sehr anders und gerade für Halloween vielleicht was. Nein, sehr out of my comfort zone, muss ich echt sagen, finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren mal, welcher Look euch am besten gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, und aktiviert die Glocke, dass ihr auch keine anderen Videos mehr verpasst. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Abonniert mich gerne auch auf TikTok und auf Instagram. Und dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.